Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem ersten Türchen meines Plätzchens-Adventskalenders. Und jetzt möchte ich euch erstmal ein paar allgemeine Informationen geben. Und zwar werdet ihr immer alle Mengenangaben unten in der Infobox finden. Da könnt ihr euch nämlich ganz einfach einen Screenshot davon machen und müsst nicht immer alles abschreiben. Und außerdem werde ich euch eine Playlist erstellen, wo ihr alle Videos immer nachgucken könnt. Und ich werde euch außerdem auch immer mein letztes Video unten in der Infobox verlinken. Und denkt dran, es wird nicht nur diese Videos geben im Dezember, sondern auch noch weitere. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem ersten Türchen, und zwar den Bärentatzen. Für die Bärentatzen benötigt ihr 250 Gramm Mandeln, 120 Gramm Puderzucker, 125 Gramm Bitterschokolade, 100 Gramm Kuvertüre, 3 Eiweiß, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel abgeriebene Schale von einer unbehandelten Zitrone, außerdem einen halben Teelöffel Zimt, eine Prise Kardamompulver und gegebenenfalls Zucker zum Bestreuen. Als erstes habe ich mir die Zartbitterschokolade genommen und die klein gehackt mit einem Messer. Und dann wirklich in ziemlich kleine Stücke gehackt, dass sie einfach mundgerecht in den Plätzchen sind. Danach habe ich die Mandeln, Puderzucker, die Schokolade und meine Gewürze in eine Rührschüssel gegeben und alles erstmal kräftig verrührt. Danach wird das Eiweiß steif geschlagen, dafür habe ich noch die Prise Salz hinzugefügt. Und dann habe ich meine trockenen Zutaten hinzugefügt und unter mein Eiweiß gehoben. Der Teig ist von der Konsistenz etwas klebrig, aber so muss das auch sein. Und danach habe ich meine Hände nass gemacht und Kugeln aus dem Teig geformt. Und die Kugeln gebe ich auf ein Backblech, das mit Backpapier belegt ist. Danach könnt ihr nämlich einfach eine Gabel ein bisschen in Mehl und Wasser tunken und ganz einfach mit der Gabel die Kugeln platt drücken. Die Bärentatzen müssen jetzt bei 160 Grad Umluft 20 Minuten backen und dann habe ich die Plätzchen natürlich auskühlen lassen und die Kuvertüre in einem Wasserbad geschmolzen. Dann habe ich meine Plätzchen genommen und sie mit der Spitze in die Schokolade getunkt. Ja, und dann müssen sie natürlich trocknen. Aus dem Teig entstehen ca. 30 Plätzchen und außerdem beträgt die Zubereitungszeit gerade mal 15 Minuten von den Plätzchen, wenn man mal das Backen abzieht, und das ist natürlich wirklich nicht lang. Und die Plätzchen schmecken super, super lecker. Sie halten sich übrigens auch 2 Wochen in einer gut verschlossenen Dose. Ich habe die Plätzchen einfach auf einen hübschen Weihnachtsteller gelegt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Plätzchen nachbacken würdet. Und ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen mit diesem ersten Türchen meines Plätzchen-Adventskalenders. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!